Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Schweiz wird die angeschlagene Großbank Credit Suisse von ihrer Konkurrentin UBS übernommen. Das gab der Schweizer Bundespräsident Berset am Abend bekannt. Die Nationalbank erhöht ihre Finanzgarantien für die UBS. Das ganze Wochenende war über eine Stabilisierung verhandelt worden, um eine Lösung zu präsentieren, bevor morgen die Börsen öffnen. Innerhalb von nur 2 Tagen wurde diese Übernahme entschieden. Gestern kam der Bundesrat, die Schweizer Regierung, zu einer Krisensitzung zusammen. Die Entscheidung wurde absichtlich noch vor der Öffnung der wichtigen asiatischen Märkte getroffen, um einen Dominoeffekt zu verhindern. Also die Credit Suisse ist eine wirklich große Bank, nicht nur im Schweizer Kontext. Dort ist sie die zweitgrößte Großbank, sondern auch im internationalen Geschäftsleben figuriert sie sehr stark. Sie ist eng verbunden mit dem amerikanischen Kapitalmarkt. Und in der Beziehung zwischen den Banken würde das Problem entstehen, denn wenn eine der großen Banken ausfällt, dann heißt das, dass praktisch auch alle anderen großen Banken Ausfälle haben. 10.000 Jobs stehen auf dem Spiel. Außerdem könnte die UBS als einzige Großbank in der Schweiz bald die Preise diktieren. Es ist nicht so schlimm für die kleinen Leute, die sparen und anlegen wollen, das sogenannte Retail Banking, aber für die ganzen KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, wenn die im Ausland exportieren wollen und Kreditversicherungen brauchen und so, gibt es nur noch eine Ansprechpartnerin, eben diese neue Bank, die dort entsteht. Morgen wird sich zeigen, ob die Übernahme die Anleger beruhigen konnte oder nicht und wie sich der Aktienkurs der UBS entwickelt. Zum aktuellen Stand jetzt Henning Winter aus Genf. Die Pressekonferenz in Bern ist noch mitten in Gange. Gleich zu Beginn hat die Schweizer Regierung noch mal betont, wie wichtig es war, die Credit Suisse zu retten als systemrelevante Bank. Es hätte enorme Auswirkungen auf den internationalen Finanzmarkt gehabt und auch auf die Schweiz. Oberstes Ziel war es, die Interessen der Schweiz zu wahren. Wie wichtig der Schweizer Regierung das alles war, zeigt auch daran, dass ein 9-Milliarden-Paket an Garantie ausgesprochen wurde, falls die UBS Verluste verzeichnen muss. Außerdem wurde jetzt bekannt, dass das Schweizer Finanzdepartement schon am Mittwoch versucht hat, UBS und Credit Suisse zusammenzubringen. Danke, Henning Winter in Genf. Mehr zur Zukunft der Credit Suisse sehen Sie in einer Sondersendung um 20.15 Uhr auf Tagesschau 24. Der russische Präsident Putin hat erstmals seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine die besetzte Stadt Mariupol besucht. Das Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen, wie er sich ein Bild von Zerstörungen und Wiederaufbau der Hafenstadt im Süden des Landes macht. Mariupol war im vergangenen Mai nach wochenlangen Bombardements und schweren Kämpfen von den russischen Truppen eingenommen worden. Erstmals ist Putin in von Russland jüngst erobertes ukrainisches Gebiet gereist. Der Kreml selbst liefert diese Bilder. Minutenlang Putin am Steuer eines Autos in der dunklen Stadt. Vizeministerpräsident Chrusnulin erzählt dem Präsidenten, dass der Wiederaufbau Mariupols voranschreite. Putin wird in einen neu gebauten Wohnblock geführt. Dieser ältere Mann soll hier eingezogen sein. Draußen sagt er zu Putin: Ich bin auch 70 Jahre alt wie Sie, aber ich habe nichts mehr. Diese Frau gibt sich dankbar. Man habe jetzt ein kleines Stückchen Paradies hier. Putins nächtlicher Besuch verschweigt Bilder wie diese. Das großflächig zerstörte Mariupol, wie hier auf Aufnahmen eines lokalen Bloggers. Tausende Zivilisten wurden seit dem Beginn des russischen Angriffs vergangenes Jahr hier getötet. Der Kreml verbreitet heute auch Bilder von Putin in einem militärischen Kommandozentrum in Rostov am Don. Dort traf er mit den zuständigen Kommandeuren von Russlands sogenannter Spezialoperation zusammen. Bereits gestern war Putin auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim eingetroffen und hatte eine Kunstschule besucht. Die Reisen waren nicht vorher angekündigt worden. Putins Besuch in Mariupol ist der Versuch, ein Zeichen zu setzen. An die Kritiker, die sagen, dass Putin sich anders als der ukrainische Präsident Selenskyj immer nur in sicheren Räumen gezeigt habe. An die einheimische Bevölkerung, dass sich der Ukraine-Einsatz des russischen Militärs ja doch irgendwie lohne. Aber auch an die Welt, dass Russland nach Mariupol gekommen sei, um dort dauerhaft zu bleiben. Im Streit um die Zukunft des Verbrennungsmotors hat die Bundesregierung Geschlossenheit demonstriert.
Umweltministerin Lemke von den Grünen stellte sich im ARD-Bericht aus Berlin hinter die Forderung von Verkehrsminister Wissing, die EU-Kommission müsse die Möglichkeit von E-Fuels, also synthetisch hergestellten Verbrennerkraftstoffen für Pkw, nach 2035 offenhalten. Der FDP-Politiker hatte sich geweigert, der EU-Regelung ohne eine solche Klarstellung zuzustimmen. Der Kanzler und ein Teil seines Kabinetts auf dem Rückweg von den Regierungskonsultationen in Japan. Bestätigt fühlt sich der Verkehrsminister, auch für Japan, so twittert er, sei klar, klimaneutrale Mobilität erreiche man durch Technologieoffenheit und nicht durch ein Verbrennerverbot. Ab 2035 keine neuen Pkw mit Verbrenner. Die Zustimmung zu diesem EU-Plan will die Bundesregierung auf Drängen der FDP erst geben, wenn die EU-Kommission verbindlich erklärt, wie Fahrzeuge mit E-Fuels genutzt werden können. Die Umweltministerin plädiert im Bericht aus Berlin für eine schnelle Lösung. Die Missverständnisse zwischen dem Kommissar und zwischen dem Verkehrsminister oder der FDP, die müssen jetzt endlich ausgeräumt werden, damit diese Hängepartie nicht noch die ganze nächste Woche andauert. Ich glaube, wenn in der nächsten Woche klare Entscheidungen getroffen werden, dann ist der Schaden zumindest behebbar, dann ist er nicht unendlich groß. Die deutsche Autoindustrie betont öffentlich, Elektromobilität sei die Zukunft. Ja zu den E-Fuels, sagt der niedersächsische Ministerpräsident, aber vor allem für Flugzeuge und Schiffe. E-Fuels sind CO2-neutral am Ende, aber sie brauchen sehr viel erneuerbare Energien. Sie sind in der Produktion sehr aufwendig und deswegen am Ende des Tages auch wesentlich teurer als die Alternative, nämlich die elektrobetriebene Mobilität. Ein Ausweg aus dem Verbrennerstreit muss her und das ist kompliziert. Einerseits hat sich der Kanzler an die Seite der FDP gestellt, andererseits könnte ein zu harter Kurs dauerhaften Schaden in der EU anrichten. Ein halbes Jahr ist es her, dass im Iran die 22-jährige Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Sie war festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll. Aminis Tod war Auslöser für landesweite Proteste gegen das Regime, angeführt von Frauen. Die Regierung geht brutal gegen sie vor. Zuletzt hatten die Proteste zwar nachgelassen, aber der Widerstand gegen die Führung ist weiterhin aktiv. Zan Zendegi Azadi, Frau, Leben, Freiheit. 6 Monate sind vergangen, seit sich diese Parole in den Straßen des Iran ausbreitete. Über die Proteste zu sprechen, ist nach wie vor gefährlich. 2 Frauen trauen sich dennoch und schicken uns Handyvideos. Um sie zu schützen, nennen wir ihre Namen nicht. Ich denke sehr oft, dass ich an der Stelle von jedem Einzelnen, der getötet wurde oder ins Gefängnis gekommen ist, hätte sein können. Es gibt hier mittlerweile so viele Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugungen zu sterben. Wollen tut das natürlich niemand. Mehr als 20.000 Festnahmen und Verhaftungen, etwa 500 getötete Demonstranten, zahlreiche Todesurteile und Hinrichtungen, so das traurige Fazit. Vorbei sei der Protest aber dennoch nicht, sagen viele Iraner, denn im Kopf habe sich der Widerstand festgesetzt. In den vergangenen 6 Monaten habe ich manchmal Zorn, Hilflosigkeit und Wut gespürt. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann denke ich, um unser Ziel zu erreichen, brauchen wir im Iran eben Zeit und Ausdauer. Einen Erfolg sehen die beiden Frauen bereits. Immer mehr Iranerinnen tragen das Kopftuch nicht mehr, obwohl das nach wie vor Gesetz ist. Auch hätten die letzten 6 Monate gezeigt, wie viele Menschen im Iran gegen das Regime sind. Alle, die schon lange der gleichen Meinung waren und vielleicht dachten, wir sind nur wenige und alleine, wir haben uns jetzt gefunden. Das, so glaubt sie, ist das Erbe, das Jina Mahsa Amini den Menschen im Iran hinterlassen hat. Serbien und der Kosovo haben sich unter Vermittlung der EU auf die Umsetzung eines Abkommens geeinigt, das die Beziehungen beider Länder verbessern soll. Der serbische Präsident Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Kurti verständigten sich auf einen Fahrplan zur gegenseitigen Annäherung. Unterschrieben ist das Dokument aber noch nicht. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach dennoch von einem Deal. Beide Balkanstaaten wollen der Europäischen Union beitreten. Ihr Verhältnis ist angespannt, seit der Kosovo sich 2008 von Serbien unabhängig erklärt hat. In Hamburg ist in einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer des Amoklaufes vor gut einer Woche gedacht worden. Die Andacht in der Hauptkirche St. Petri richtete sich vor allem an die etwa 1.000 Einsatzkräfte.
Die Zeugen Jehovas nahmen nicht teil, würdigten die Feier aber als Zeichen der Anteilnahme. Bei dem Amoklauf in einem ihrer Gemeindehäuser hatte der Attentäter 7 Menschen und sich selbst erschossen. Die Kinderkultsendung Sesamstraße bekommt eine neue Bewohnerin. Elin heißt die Puppe. Das kleine Mädchen ist etwas vorlaut und Rollstuhlfahrerin. Kinder mit Behinderung waren auch schon früher zu Gast in der Sendung. Nun soll auch das Puppenensemble inklusiver werden, teilte der NDR mit. So sollen sich alle Kinder in der Sendung wiederfinden. In der Sesamstraße wird Elin im Herbst erstmals zu sehen sein. Drehstart für Elin, die neue Mitbewohnerin der Sesamstraße im Rollstuhl. Gleich mehrere Puppenspieler führen die neue Figur durch die Kulissen. Die ist ein selbstbewusstes kleines Mädchen, was neugierig ist, sehr offen für die Welt ist und Probleme mehr als Herausforderung als Problem erkennt. Vielfalt und Toleranz, seit langem Themen auch internationaler Sesamstraßenausgaben, etwa mit einer HIV-positiven Puppe aus Südafrika, die Ex-US-Präsident Bill Clinton symbolträchtig umarmte. In Deutschland bildet Elin ab kommendem Herbst kindgerecht Menschen mit Behinderung ab, immerhin 9,4% der Gesamtbevölkerung. Inklusion ist ja ein wichtiges Thema, auch gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gerade auch für das Kinderfernsehen, weil die Kinder recht früh dann auch schon mitbekommen, dass Behinderungen und Menschen mit Behinderung etwas ganz Alltägliches sind. Und das ist die Botschaft, die wir in der Sesamstraße aussenden wollen. Mediale Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, für viele Betroffene nach wie vor viel zu selten. Wir erleben, dass Deutschland da gar nicht so weit vorne ist, was die Repräsentation von vielfältigen Gruppen in den Medien angeht. Da können wir ganz viel lernen aus dem US-amerikanischen Fernsehen oder eben auch in Großbritannien. Elin, die neue Puppe der Sesamstraße, soll ein Schritt sein hin zu mehr Diversität im Kinderfernsehen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München die Tabellenführung verloren. Der deutsche Rekordmeister unterlag bei Bayer Leverkusen mit 1:2. Zuvor hatte Union Berlin 2:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und damit den Anspruch auf einen Champions-League-Platz untermauert. Frankfurts Stürmerstar Kolo Muani verzweifelte an diesem Spielverlauf. Die Eintracht in Schwarz spielbestimmend in der ersten Hälfte. Kamada und Renault im Tor von Union stark. Die Gäste immer wieder über die rechte Angriffsseite. Kolo Muani mit dem Kopfball. Doch das Team von Trainer Glasner ließ alle Chancen ungenutzt. Stattdessen nach der Pause der erste FC Union mit dem 1:0 durch Rani Khedira. Die Berliner hier recht unbewacht, einmal mehr stark nach Standardsituationen und konsequent in der zweiten Hälfte. Der eingewechselte Behrens traf zum 2:0 und tunnelte dabei noch Frankfurts Torhüter Trapp. Dass die Eintracht nicht noch mal rankam, lag auch an Unions Torwart Renault, der weiter klasse parierte. Der erste FC Union bleibt mit dem Sieg auf Champions-League-Kurs. Die Tabelle: Dortmund übernimmt die Tabellenführung, dahinter München und Union Berlin. Frankfurt ist Sechster, Leverkusen auf Platz 8. Am Tabellenende Hertha, Schalke und Schlusslicht Stuttgart. So sieht er aus, der Flug ins Geschichtsbuch. Beim ersten Skifliegen der Frauen in Vikersund in Norwegen ist die Slowenin Emma Klinec die Beste, landet erst nach 226 Metern, Weltrekord. Spektakulär, aber anders als von einigen befürchtet, nie gefährlich, kommen die 15 besten Frauen der Skisprungwelt gut ins Fliegen. Auch die Deutschen. Katharina Althaus 194 Meter, ihr fehlt nur ein kleines Stück, um die 200 Meter zu knacken. Sie wird Vierte. Klinec gewinnt nicht nur das Fliegen vor der Norwegerin Opseth und der Japanerin Ito, sondern auch die Raw-Air-Wertung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. März. Ein neues Atlantiktief bringt uns weiterhin Wolken. Dem Süden beschattern Keil des Azorenhochs immerhin ein paar Sonnenstunden. Vor allem im Osten und Südosten sind heute Nacht noch einige Schauer unterwegs. Anfangs können auch Gewitter dabei sein. Von Nordwesten ziehen schon bald wieder neue Wolken heran und von der Nordsee folgt morgen Vormittag etwas Regen. In den östlichen Landesteilen entwickeln sich auch einzelne Schauer. Im Süden scheint dagegen gelegentlich die Sonne. An der Spree heute Nacht bis 8, sonst 7 bis 2 Grad.
Morgen an der Küste unter 10, im Markgräfler Land immerhin bis 17 Grad. Am Dienstag gibt's von Nordwesten Wolkennachschub mit Regen, aber Richtung Süden wird es zunehmend sonnig. Ähnliches Wetter auch am Mittwoch. Der Wind frischt allerdings auf und am Donnerstag erwartet uns verbreitet windiges und wechselhaftes Aprilwetter. In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 22.45 Uhr geht es um die Frage, ob die Übernahme der Credit Suisse die Finanzmärkte beruhigen kann. Und wir zeigen die Niederlage des FC Bayern München. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.